Ihre Kommentatoren im Santiago Bernabéu sind Manny Beugmann und Frank Buschmann. Ja, gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Start? Also für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv keinen Favoriten hier erkennen. Die Atmosphäre hier im Stadion ist klasse. Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Huddleston. Gerade noch rechtzeitig. Und der ist allein. Er wollte das ganz alleine machen. Das sah auch gar nicht schlecht aus. Aber jetzt ist es vorbei. Das sieht gut aus. Das war eine Bilderbuchflanke. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Und Einwurf. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Nicht nur Bälle fangen und wegfausten, auch Mitspiel. Gutes Torwartspiel sieht genau so aus. Jetzt haben sie die Chance. Hübsche Flanke mit Schönheitspreis. Ist aber nichts draus geworden. Damit hast du selten Erfolg. Und da fragen sich viele Fans, was machen die eigentlich, wenn die trainieren? Da wähle er jetzt den Zweikampf. Higuain. Also der ist auch heute wieder für ein, zwei Tore gut. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Jetzt greift er den Gegner an. Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt. Aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Foulspiel, Freistoß gegen Real Madrid. Modric. Higuain. Kaka. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Peter Crouch. Kaka. Er grätscht hinein. Da ist er wieder mal. Ich bereite mich schon auf den Torschrei vor. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Higuain. Wird er heute die Erwartungen erfüllen, Frank? Das kann schon frustrieren. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ja, der Pass kommt an. Gut gegrätscht, da kann man nicht meckern. Jetzt spiel nach vorne, bitte. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Gut blockiert vom Verteidiger. Peter Crouch. Er attackiert, er will den Ball. Ja, der Spieler ging da unfair in den Zweikampf und deswegen gibt es Freistoß gegen Real. Modric. Das wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Erfolgreicher Zweikampf. Higuain. Huddleston. Attacke auf den Gegner. Jermaine Defoe. Sauber gespielt und er war sofort zur Stelle und konnte die Gefahr dadurch abwenden. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Jermaine Defoe.
spitzenmäßig. Der Ball tanzt durch den Strafraum. Ja, und die Flanke abgefangen. Ruhepause für die Spieler, Diskussionspause für die Fans. Es ist Halbzeitpause. Wir wollen Aktion sehen. Wir wollen Tore sehen. Nichts davon. Nee, also ich bin... Das gibt's auch. Ich bin fast sprachlos. Das ist ja gar nichts. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Er greift ihn hartnäckig an. Jermaine Defoe. Higuain. Mesut Özil jetzt. Jetzt greift er den Gegner an. Erst die Grätsche, dann der Angriff. So muss es. Das ist es! Keine Anspielstation. Ganz sicher vom Keeper. Da geht er in den Gegner rein. Peter Crouch. Klasse, wie er den reingebracht hat. Eine schlechte Flanke. Attacke auf den Gegner. Was soll er da anders machen, der Schiri? Freistoß. Jetzt muss er mal einen Gang zurückschalten, was die Härte des Spiels angeht, denn der Schiedsrichter hat wohl ein klares Wort gesagt. Ja, und ich würde einfach mal tippen, bei der nächsten härteren Aktion sieht er gelb. Und da attackiert er ihn. Da bearbeitet er den Gegner. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Ein wunderschönes Zuspiel. Oh, da fehlten nur Zentimeter. Huddlestone. Jetzt müsste er flanken. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? Ja, es war knapp, aber der Schiri mit exzellentem, um nicht zu sagen mit Adlerauge, richtig entschieden. Jermaine Defoe. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Peter Crouch. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Klare Entscheidung, Ecke. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Ein armer, ein hungerleidender Schuss. So wird das nichts mit der Führung. Jetzt wird gewechselt. Und nun hat Real Madrid den Ball. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Huddlestone. Jermaine Defoe. Jetzt greift er den Gegner an. Peter Crouch. Ein Zucker-Sahne-Häubchen-Pässchen. Er trifft den Pfosten. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Peter Crouch. Jetzt eine gute Flanke. Defoe, das ist das Tor. So mancher fängt da an zu flattern. Aber er ist ganz, ganz cool geblieben, der Junge. Ja, cool ist gar kein Ausdruck, Manni. Also jetzt guck dir diese Frechheit mal an. Ach du meine Güte, und der Torhüter, eieiei. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gleich aus dem Konzept bringen lassen. Da bearbeitet er den Gegner. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt spielt sie doch nach vorne.
Da ist überhaupt nichts verloren. Das werden sie sich auch da unten auf dem Rasen sagen, die Spieler von Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Schuss und mit diesem Tor hat er den Ausgleich erzielt. Den kennt man ja, wie er den Ball förmlich streichelt. Das ist ein Zauberer, Manni, ein Supertechniker. Huddleston. Bange Blicke auf die Uhr, aber es gibt noch mal Freistoß. Aaron Lennon. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Das muss es sein! Und er geht rein! Das war ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Mit diesem Tor könnte das Spiel entschieden worden sein. So, einfach mal abgezogen und dann zappelt das Ding. Wunderbar. Wir können festhalten, Real Madrid führt zur Pause. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Cristiano Ronaldo. Kaká. Balleroberung auf der Außenbahn. Huddleston, Modric. Auch auf der Bank ist man etwas unsicher. Muss da jetzt ausgewechselt werden? Jermaine Defoe. Aaron Lennon. Und hier pfeift der Schiedsrichter aus dem letzten Loch. Es ist der Schlusspfiff. Das ist das Geheimnis. Sie spielen einfach bis zum Schlusspfiff durch. Und dann funktioniert es eben doch noch. Der Wille war hier entscheidend. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Bis bald. Tschüss.